Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Tutorial. Und in dem heutigen Video werde ich euch zeigen, wie man eine der allereinfachsten Minecraft-Erfahrungspunkte-Farmen überhaupt bauen kann in der Version 1.15. Und die Farm ist wirklich extrem einfach und extrem schnell zu bauen. Und sie ist zudem noch sehr effizient. Also es ist jetzt nicht so, dass es einfach nur eine billige, schlechte Farm ist, sondern sie ist auch wirklich gut und gleichzeitig noch sehr einfach. Und das Einzige, was vielleicht schwierig an der Farm ist, ist, dass ihr halt ins Ende kommen müsst. Und am besten auch noch den Enderdrachen besiegen müsst, aber das ist jetzt auch nicht so ein großes Kunstwerk irgendwie und die meisten haben das wahrscheinlich schon gemacht. Und danach ist die Farm halt wirklich super einfach und ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem Bauen an. Und zwar seht ihr hier jetzt einmal alles, was wir zum Bauen benötigen. Und zwar sind das einmal 8 Falltüren, dann brauchen wir noch Steine, mit denen wir bauen können. Wir brauchen ein paar Schienen, beziehungsweise eigentlich nur eine einzige, aber ein paar mehr wären halt einfacher quasi. Und dann brauchen wir einen Minecart und ein Namensschild. Und ein paar Enderperlen. Und das war es auch schon für die ganze Farm. Viel mehr braucht ihr tatsächlich nicht dafür. Und das erste, was ihr macht, ist erstmal einen kleinen Turm zu bauen, der 3 Blöcke hoch ist. Und dann machen wir die unteren 2 Blöcke weg. Und machen darunter jetzt ein 3x3 großes Loch, was um die 20 Blöcke tief ist. Das bedeutet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Und dieses Loch heben wir jetzt einmal schnell aus. Wenn ihr das gemacht habt, sollte das in etwa so aussehen. Und jetzt könnt ihr theoretisch die Items auch noch einsammeln lassen, also sprich die ganzen Enderperlen. Dafür müsstet ihr dann diese Reihe Blöcke hier wegmachen und halt Trichter dahinstellen, die in Kisten gehen. Allerdings finde ich persönlich das ein bisschen blöd, weil Enderperlen braucht man sowieso nicht so oft. Und ja, weiß nicht, also ich sammle die halt nicht ein, weil man sowieso viel zu viele davon hat, finde ich. Und was ihr dann machen, ist einfach hier nochmal kurz 2 Reihen drumherum wegbauen, sodass wir hier unten so einen kleinen Raum haben. Aber ihr müsst darauf achten, dass der Raum halt nur 2 Blöcke hoch ist, weil ansonsten könnten hier halt Endermänner rein. Und was wir dann machen, ist, wir suchen uns irgendeine Seite aus und machen einfach eine Leiter nach oben hin, damit wir da auch wieder raus können. Und machen dann da vielleicht nochmal eine Trapdoor hin. So, und dann machen wir hier vorne einmal Trapdoors hin, und zwar platzieren wir die hier einmal in so einem Ring drumherum, deswegen auch 8 Stück. So, weil dann denken die Endermänner, dass sie darüber laufen können, aber wir klappen die halt alle um und das bedeutet, sie würden dann hier runterfallen und würden dann hier feststecken, weil sie hier nicht reinkommen, weil sie ja wie gesagt zu hoch sind dafür. Und das ist schon der eine Teil von der Farm und das nächste, was wir jetzt noch machen müssen, ist hier oben etwas und zwar machen wir hier oben erstmal eine kleine Plattform hin. Ich mache die jetzt mal hier 3 Blöcke mal 3 Blöcke groß und umrande das Ganze nochmal, damit die Endermänner da nicht hingucken können. So, und dann müssen wir da nämlich einmal eine Schiene hinstellen. Und dann machen wir daneben nochmal 2 Schienen, einfach damit es einfacher ist. Und dann, was wir jetzt machen, ist, wir gehen einmal in den Survival-Modus, das bedeutet Game-Mode Survival, und werfen jetzt ein paar Enderperlen, denn nur wenn man Enderperlen im Survival-Modus wirft, kann man da ein Endermite rausbekommen. Das ist so ein kleines Vieh, so ein kleines Monster. Und dabei aber auch darauf achten, dass ihr halt nicht zu viel Schaden bekommt. So, und wir werfen jetzt hier einfach ein paar Mal, bis wir so ein Endermite haben und essen zwischendurch natürlich immer Goldäpfel, damit wir halt schön volle Leben haben. Das kann manchmal ein bisschen dauern, ich habe es eben nochmal ausgetestet und da war es direkt beim ersten Mal so, aber hin und wieder dauert es halt mal ein bisschen. Ich würde sagen, ich werfe jetzt hier einfach mal so lange welche, bis wir hier ein Endermite haben. Und da haben wir auch schon Endermite, dann esse ich jetzt nochmal schnell einen Goldapfel. Hoppala. So, wobei ich eigentlich auch in den Game-Mode Creative wieder gehen kann. So. So, wenn wir jetzt einen Endermite haben, ihr habt gesehen, das hat jetzt hier, glaube ich, 18 Enderperlen lang gedauert, aber wie gesagt, das kann halt unterschiedlich sein. Dann platzieren wir da nochmal ein paar Schienen und schieben jetzt das Endermite da gleich in das Minecart rein. Vorher müssen wir es aber benennen, denn wenn wir es benennen, das sorgt es dafür, dass das Endermite nicht despawnt, weil ansonsten würde es halt despawnen, wenn wir zu weit weg sind, und das wollen wir ja nicht, sondern wir wollen, dass es halt für immer da bleibt am besten. Und dann stellen wir da nochmal einen Block hin, schieben das Minecart bis dahin, machen dann noch einen Block hin, und jetzt ist das Minecart quasi hier also gesichert, steckt fest, und jetzt machen wir noch einen Block da oben drauf, damit da keine Endermänner rankommen, und dann können wir jetzt hier wieder alle Blöcke wegmachen, außer natürlich den Block, der über dem Minecart ist und dem, der darunter ist. Und warum auch immer sind die Endermänner voll böse auf das Endermite und wollen das unbedingt fressen und laufen dann hierher und stürzen dann eben in das Loch rein. Oh, da hätte ich noch einen drauf lassen müssen. So, zack. Und stürzen jetzt in das Loch rein, weil sie halt, wie gesagt, das Endermite halt töten wollen. Und jetzt fallen sie da einfach runter und wir können sie dann da unten einfach einsammeln und beziehungsweise halt einsammeln und töten. Das bedeutet, wir stellen uns jetzt einfach noch hier und hier kommen jetzt die ganzen Endermänner ran. Wir schnappen uns dann halt irgendein Schwert und töten einfach alle. Und wie gesagt, ihr könntet jetzt theoretisch auch noch hier ganzen Items einsammeln lassen, aber das mache ich jetzt in diesem Fall mal nicht, weil ja, das ist halt, Enderperlen braucht man sowieso nicht so viel und das sind viel zu viele Enderperlen. Also ich habe zum Beispiel auf dem Survival-Server habe ich die auch gebaut, da haben wir so viele Enderperlen, weil die kann man ja auch nicht bis 64 stapeln, sondern nur bis 16 und dann hat man halt wirklich irgendwann viel zu viele davon und so viele Benutzungsmöglichkeiten haben die sowieso nicht. So, und das ist schon die ganze Farm, ihr seht, die ist super einfach und alles, was man dafür braucht, ist theoretisch schon hier oben. Und ja, ihr seht schon, wie gut das Ganze funktioniert, wie viele Endermänner hier unten sind. Und die könnte man jetzt halt einfach die ganze Zeit abfarmen
Und meistens ist man gar nicht in der Lage, alle zu töten, weil halt immer wieder neue runterfallen und man gar nicht hinterherkommt mit dem Töten. Wenn ihr ein bisschen geschaut habt, schreibt mal Hashtag Enderman in die Kommentare und ansonsten hoffe ich, dass es euch soweit gefallen hat und dass ihr die Farm genauso feiert wie ich, weil ich finde die halt wirklich, also ich meine, man muss wirklich nicht viel dafür machen, man braucht nicht viel dafür, aber sie ist halt, das ist halt eine wirklich sehr gute XP-Farm. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen und weitergeholfen. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.